Hallo, Claudio Schiesel, heute zu einer neuen Folge On The Grid. Es geht einmal mehr um das Thema Pflege. Weil der Kameramann heute nicht da ist, muss ich das übernehmen. Deswegen bin ich im Off zu hören und nicht im Bild zu sehen. So, ich bin heute zu Gast bei Robert Krotzer. Um genau zu sein, Magister Robert Krotzer. So viel Zeit sollte sein in Österreich. Seines Zeichens Gesundheitsstadtrat in der Stadt Graz. Und meine Frage an Sie ist, was machen Sie, was haben Sie bislang beruflich getan, wie kommen Sie zum Pflege-Personenbetreuungsbereich? Ja, ich darf auch sehr herzlich begrüßen und einen schönen Tag wünschen und danke für das Interesse. Ganz kurz zu mir als Person, also ich bin jetzt seit knapp einem Jahr in der Stadt Graz, Stadtrat für Gesundheit und Pflege, komme ursprünglich aus einem anderen Bereich, bin davor Lehrer für Deutsch und Geschichte gewesen und bin eben im vorigen Jahr im Zuge der Gemeinderatswahlen, wo die KPÖ einen zweiten Sitz im Grazer Stadtsenat erreicht hat, neben LGK jetzt zweiter Stadtrat mit dem Zuständigkeitsbereich Gesundheit und Pflege. Und ja, in dem Bereich bin ich zuständig und verantwortlich für das Referat für Pflege, beziehungsweise genau gesagt genommen für Sozialplanung, Controlling und Pflege, so der offizielle Titel des Referats. Dieses Referat ist in der Stadt Graz zuständig für die Kontrolle der 20 privaten Pflegeheime, dass die gesetzlichen Bestimmungen dort eingehalten werden, was Pflegeschlüssel betrifft, was Hygienestandards betrifft, etc. etc. Und ja, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die unsere Kolleginnen und Kollegen, die allesamt Amtssachverständige der Pflege sind, die hier leisten. Wir lesen immer wieder auch von diversen Skandalen im Pflegebereich, von diversen, ja, auch mitunter erschütternden Berichten von Missständen in Pflegeeinrichtungen, und deswegen ist auch die Kontrolle durch die öffentliche Hand hier etwas, was sehr, sehr wichtig ist, und das gehört eben zu unserer Zuständigkeit. Des Weiteren in der Zuständigkeit ist auch die Pflegedrehscheibe, ein Angebot, das es in der Stadt Graz seit knapp 3 Jahren gibt. Ja, wie wir sehen, ein sehr, sehr wichtiges Angebot. Das sehen wir auch daran, wie viele Menschen das in Anspruch nehmen, dass die Zahlen auf jeden Fall steigend sind von Menschen, die sich an die Pflegedrehscheibe wenden in einer Vielzahl von Fragen. Kann man die Zahl ungefähr sagen oder benennen? Das kann man machen, wenn man die Zahlen im Kopf hat. Okay. Also ich hoffe jetzt, also es geht auf jeden Fall in einen vierstelligen Bereich von Menschen, die sich jedes Jahr an die Pflegedrehscheibe wenden. Also es sind mehrere tausend Fälle, die hier im Jahr bearbeitet werden. Das geht von kleinen Auskünften bis hin auch zu Hausbesuchen. Es ist ja so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auch Hausbesuche machen, um auch vor Ort Case-and-Care-Management zu machen, sich anzuschauen, auch die räumliche Umgebung. Ist es möglich, weiterhin in den eigenen 4 Wänden zu verbleiben? Wenn das möglich ist, worauf ist zu achten? Das beginnt eben bei Gefahren des Alltags, wie zum Beispiel Teppichen, die eine Stolpergefahr darstellen, und insgesamt irgendwie dann zu schauen, wie ist es möglich, mit Hauskrankenpflege, mitunter auch 24-Stunden-Betreuung, einfach den Alltag so zu organisieren, dass den älteren Menschen ein Verbleib in den eigenen 4 Wänden möglich ist. Kurzer Hinweis nur zum Thema Stolpergefahren. Das ist nicht so dahergeredet, das ist nämlich wirklich so. Also wenn jetzt der Zuschauer meint, das könnte vielleicht ein bisschen übertrieben sein, im Fall meiner Tante, die eben vor kurzer Zeit verstorben ist, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, war es nämlich genau so etwas, was dann zu einer längeren Rollstuhlfesselung geführt hat. Mhm. Also das ist durchaus ein Thema. Ab welchem Zeitpunkt kann man ungefähr sagen, greifen Familien oder Personen, die einen Pflegebedarf haben, zu diesen Serviceleistungen der Stadt? Ja, ich meine, prinzipiell muss man sagen, dass Pflege etwas ist, was oft von heute auf morgen auftaucht. Sei es zum Beispiel durch einen Sturz oder auch durch
Ja, also gesundheitliche Gebrechen, die mitunter auch von heute auf morgen auftreten können. Und dann kann es auch sein, dass eben die vormaligen Rollen sich auflösen. Also zum Beispiel, dass irgendwie die Großmutter oder auch der Vater, die immer auch Vorbilder gewesen sind, immer ja, für alle anderen da gewesen sind, die plötzlich nicht mehr in der Lage sind, für ihren eigenen Alltag zu sorgen. Und dann treten natürlich eine Vielzahl von Fragen auf, wie schaut die finanzielle Situation aus, welche Möglichkeiten gibt es, wo kann ich mich hinwenden. Also es ist eine große Anzahl an Fragen, die hier auftaucht, und da sind eben unsere Kolleginnen und Kollegen sehr kompetent. Wir kriegen auch viele positive Rückmeldungen, einfach auch wie die Fälle dort abgehandelt werden, wo wir hören, das ist ein sehr gutes und sehr wichtiges Angebot, das hier die Stadt Graz geschaffen hat. Was auch wichtig ist dabei, weil im Pflegebereich, gerade auch in der Steiermark, wenn wir uns die Landschaft anschauen, geht es oftmals auch entsprechend um Geld. Also Geld ist natürlich immer eine Riesenfrage, wenn es um Pflege geht. Wenn es um Geld geht, geht es natürlich oft auch entsprechend um Gewinninteressen. Und da ist es aber sehr wichtig, dass mit der Pflegedrehscheibe auch ein trägerunabhängiges Angebot geschaffen ist, das eben selbst keine eigenen kommerziellen Interessen verfolgt, sondern einfach auch die gesamte Palette der Landschaft, ob das jetzt eben die Hauskrankenpflege ist oder Pflegeeinrichtungen, Tagesstätten, Demenztagesstätten etc., all das einfach aufzeigen kann und dann finden kann, was das beste Angebot ist in Absprache mit den betroffenen Personen und den Angehörigen. Haben Sie vor, bis zum Jahr 2022, weil so lange gilt ja jetzt Ihre Periode, für die Sie gewählt worden sind, das Thema Pflegedrehscheibe auch auszubauen, weiterzuentwickeln? Ja, also sagen wir so, also die Zahlen, also gerade auch im abgelaufenen Jahr ist es enorm auch gestiegen von Menschen, die sich hinwenden. Das bringt uns auch vor die Herausforderung, dafür zu sorgen, dass wir auch personell aufstocken müssen, damit einfach auch das, was sich an Fällen, die dort landen, Menschen, die sich dort hinwenden, dass das entsprechend bearbeitet werden kann. Und das wird eine wichtige Aufgabe in den nächsten Monaten sein, dort dafür zu sorgen und in Verhandlungen zu treten mit dem Personalstadtrat, dass hier auch das Angebot aufgestockt werden kann. Schrägstrich wahrscheinlich auch die Budgetmittel. Und damit auch die Budgetmittel, klarerweise. Wir haben das vorher im Vorabgespräch auch schon diskutiert. Warum sind drei Stadtsenatsmitglieder für die Themen Soziales, also Hohensinner ÖVP, Sie für Pflege und der Herr Bürgermeister Nagel für die geriatrischen Gesundheitszentren zuständig? Ja, das hat natürlich, also die Politik hat ihre Regeln, sagen wir so. Ich bin aber doch der Meinung, dass Gesundheit und Pflege, dass das zusammen ist, dass das auf jeden Fall Sinn macht und dass wir das da beide Fälle oder Felder gut abdecken können und dass es uns auch gelingt, hier durchaus auch Verstrebungen herzustellen zwischen beiden Bereichen. Wenn ich mir das Beispiel Pflegedrehscheibe anschaue, die ist ja in den geriatrischen Gesundheitszentren örtlich angesiedelt. Das heißt, ich nehme an, da wird es auch Vernetzungen geben, weil wenn die beiden Abteilungen parallel zueinander arbeiten, gibt es dann nur also Doppelgleisigkeiten, die wohl Also weniger sinnvoll sind. was wichtig ist, ist, also es gibt natürlich die Kooperation, aber wichtig ist auch die Unterscheidung von beiden Einrichtungen. Und da muss man auch dazu sagen, für die Kontrolle in den geriatrischen Gesundheitszentren ist auch nicht das Referat für Pflegekontrolle zuständig, damit es hier nicht zu einer Kompetenzüberschneidung kommt oder dass also es nicht sein kann, dass die Stadt gewissermaßen sich selbst kontrolliert. Und deswegen ist auch für die Kontrolle der GGZ ist das Land Steiermark zuständig. Okay. Gut, das macht natürlich auch Sinn, weil sonst würde das Konkurrenzverhalten zwischen privaten Pflegeheimen und städtischen Pflegeheimen wahrscheinlich ungünstig auslaufen. Ja, und es ist einfach, ist in der Natur der Sache, dass sich durch
Nähe, auch eine räumliche und eine persönliche Nähe, dann mitunter auch Fälle ergeben könnten, wo man sagt, da schaut man vielleicht nicht so genau hin. Und um das einfach zu vermeiden, ist es sehr gut und sehr wichtig, dass das entsprechend getrennt ist und im Fall der GGZ auch die Kontrolle beim Land Steiermark liegt. Gut, dann sind wir mit dem ersten Teil mal soweit fertig. Der zweite Teil ist das Thema 24-Stunden-Betreuung. Mhm. Also vor allem, was wir Sie auch angesprochen haben, angenommen, es gibt jetzt einen Fall. Eine Dame ist gestolpert, war jetzt mehrere Monate lang im Krankenhaus, respektive in stationärer Betreuung und kann zwar vielleicht teilweise wieder gehen, aber benötigt trotzdem eine Betreuung. Sagen wir Tagesbetreuung, 24 Stunden. Hilfe, wie auch immer, möchte aber selber noch nicht in einem Pflegeheim. Was mache ich da? Wie komme ich sozusagen zu einer Betreuung? Kann ich in diesem Fall auch schon mich vorab informieren bei der Pflegedrehscheibe? Und wie wird seitens der Stadt Graz eine Kontrolle garantiert, dass, wenn es zum Beispiel Probleme mit solchen Betreuerinnen gibt, auch hier geholfen wird? Mhm. Zu den 24-Stunden-Betreuungen muss man, glaube ich, damit beginnen, dass wir hier insgesamt uns auf einem problematischen Feld bewegen. Das Ganze rührt, es war im vergangenen Jahr auch das 10 Jahre her, dass hier ein vormals illegales Beschäftigungsfeld legalisiert worden ist. Das war im Zusammenhang auch mit der Nationalratswahl 2007, also wo auch dann der Fall aufgetreten ist, also wo eben auch der damalige Kanzler Schüssel in seinem familiären Umfeld eine 24-Stunden-Betreuerin beschäftigt gehabt hat. Und hier ist der Zustand legalisiert worden, allerdings hat man die entsprechenden Rahmenbedingungen nicht geschaffen. Das muss man einfach auch einmal so festhalten. Wir haben es hier mit dem Wildwuchs auch an Pflegeagenturen, den wir hier haben. Es ist beispielsweise auch nicht nötig, eine entsprechende Ausbildung haben. Es kann in Wahrheit jeder, so wie man heute hier sitzt, kann eine Pflegeagentur eröffnen. Und da beginnen die Schwierigkeiten. Ja, ganz so ist es ja nicht. Es braucht, damit ich eine Förderung bekomme, brauche ich eine Ausbildung. Wenn ich keine Ausbildung habe, kriege ich auch keine Förderung seitens des Sozialministeriums. Das ist richtig, aber es gibt auch Menschen, die eben diese Förderung nicht in Anspruch nehmen und dennoch eben halt 24 Stunden Betreuung beschäftigen. Gut, kann ich jetzt nicht in Zahlen sagen, aber ja, das gibt es natürlich auch. Mhm. Ja, aber welche Kontrollen gibt es da seitens der Stadt? Seitens der Stadt gibt es in dem Sinn wenig Möglichkeiten für eine Kontrolle. Das ist letztendlich ein privater Vertrag, den jemand mit der 24-Stunden-Betreuung abschließt und das ist etwas, was in einem rechtlichen Graubereich sich vielfach befindet. Natürlich dort, wo es zu Pflegeschäden kommt, dort, wo es zu massiven Unterlassungen der Betreuung kommt, dort kann man natürlich dann eingreifen. Aber das Problem ist, dass es hier entsprechende Kontrollen seitens der Stadt in der Form nicht möglich sind. Das ist auch, also aus diesem Grund empfiehlt auch die Pflegedrehscheibe, vor allem dort, wo keine Angehörigen in der Umgebung sind, also wenn beispielsweise die Kinder in Wien oder in Salzburg leben und es nicht gesichert ist, dass irgendwie regelmäßig jemand wer in die Wohnung kommen kann zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Die Pflegedrehscheibe empfiehlt in dem Zusammenhang auch dann eine 24-Stunden-Betreuung, wenn man es in Anspruch nehmen will, dann auch über die 5 Trägerorganisationen der Hauskrankenpflege. Das ist Caritas, das ist Volkshilfe, das ist das Hilfswerk, das ist SMB. Und eine dieser 5 Trägerorganisationen in Anspruch zu nehmen für die 24-Stunden-Betreuung, weil hier auch gewährleistet ist, dass eine Diplomierte regelmäßig auch hier Kontrollen vornimmt, was eben bei vielen privaten Pflegeagenturen in der Form nicht gewährleistet ist. Aber umgekehrt gibt es da auch immer wieder Kritik, dass ausgerechnet diese größeren Organisationen dann
weniger auch kontrolliert werden, weil es dann vielleicht nicht unbedingt sich schickt, genau diese Organisationen zu kontrollieren. Also ich kann nur von unserer Seite sagen, also dass wir auch keinen Unterschied machen, was die Kontrolle betrifft, ob das jetzt ein privat kommerzielle oder privat gemeinnützige Träger sind, also es betrifft auch die Pflegeheime, machen wir keinen Unterschied und es gibt da keine, also weder Vorverurteilungen noch, dass man irgendwie Einrichtungen, die einen guten Namen haben, wo man sagt, na, da müssen wir dafür sorgen, dass der gute Name erhalten bleibt. Wichtig ist, was dort an Arbeit geleistet wird und dass die entsprechend auch den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Habe ich Sie aber jetzt richtig verstanden, dass Sie persönlich das Thema der 24-Stunden-Betreuung nochmal neu diskutieren wollen? Wir sind im Moment dabei, dass wir auch einen entsprechenden Antrag vorbereiten für die Gemeinderatssitzung im April, wo wir das Thema umfassend diskutieren wollen, auch im Grazer Gemeinderat, dann auch adressiert eben an das Bundesministerium für Soziales und Gesundheit, weil hier doch gravierende Missstände da sind und wir eben gerade auch in Diskussion mit Einrichtungen, mit auch mit der Arbeiterkammer dabei sind, hier Lösungen zu finden, die für mehr Qualitätskontrolle sorgen. Ja, weil ein Problem, das weiß ich doch auch sowohl aus dem eigenen als auch anderen Bereichen oder anderen Fällen, ist immer wieder, was weiß ich, 1,5 Jahre macht man das schon, dann hat man schon die 2. oder 3. Agentur gewechselt. Man hat 4 oder 5 Pflegerinnen ausgetauscht, wenn es nicht sogar ein 2-stelliger Bereich schon war. Und das ist ja alles eine Belastung auch für die Verwandten. Und wenn es dann zum Beispiel heißt, ja, man hat eine Betreuerin überführt, weil sie eben etwas Kriminelles getan hat, und man geht dann zur Polizei, dann heißt es, ja, da können wir nur bedingt etwas machen. Wollen Sie da sozusagen auch sozusagen mehr Law and Order in dem Bereich durchsetzen? Wir wollen auf jeden Fall Diskussionen anregen. Wir können natürlich auf städtischer Ebene hier keine Gesetze verändern. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, also einer unserer Vorschläge wird sein, dass auch in den Pflegeagenturen dafür gesorgt wird, dass ein diplomierter Dienst auch dort vertreten sein muss. Also jetzt läuft es ja so, dass unabhängig davon, ob ich eine entsprechende fachliche Expertise habe oder nicht, ich eine Pflegeagentur betreiben kann. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn man sich anschaut, wie man in Österreich in allen anderen Berufsgruppen völlig zu Recht entsprechende Ausbildung haben muss, um die ausüben zu können, wäre das, glaube ich, in diesem hochsensiblen und wichtigen Bereich ebenfalls notwendig. Gibt es von Seiten der Stadt Graz Serviceleistungen, also wenn Sie das eben schon ansprechen, im Bereich Fortbildungsprogramme oder Unterstützung bei Behördengängen für Pflegerinnen, für Personenbetreuer, die jetzt zum Beispiel auch ohne Agentur arbeiten? Die Pflegedrehscheibe steht allen offen, natürlich auch Beschäftigten aus dem Pflegebereich und auch für Personenbetreuerinnen. Angebote spezielle gibt es in der Form noch nicht, aber das ist etwas, was wir durchaus auch diskutieren, ob es die Möglichkeit gibt, beispielsweise auch Deutschkurse zu organisieren. Schwierigkeiten sind da natürlich auch die Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in der 24-Stunden-Betreuung, weil ja, die für 14 Tage hier sind und in der Zeit... In der Regel ist es ein 14-tägiger Turnus. Ja. Genau, und da meistens ja auch die Freizeit sehr spärlich ist. Kann man sagen, also aus der eigenen Erfahrung weiß ich, es sind 14 Tage und dann hat man 2 Stunden am Tag Freizeit. Mhm. Wobei die letzte Betreuerin, die hat es etwas einfacher, weil meine Tante damals zu dem Zeitpunkt den letzten 8 Wochen ihres Lebens die meiste Zeit nur noch im Krankenhaus war. Mhm. Das heißt, die Betreuerin hat eigentlich im Endeffekt eine Unterstützung für die Pfleger im Krankenhaus dargestellt, weil die natürlich bei der Menge an Patienten auch nicht so die Zeit haben, eine Intensivbetreuung anzubieten. Mhm. Und das machen auch einige andere Familien, das weiß ich auch. Das ist vor allem am Ende des Zeitpunktes, aber so einen Kunden als Betreuer zu haben und auch
so in eine solche Situation zu kommen, ist natürlich auch ein bisschen eigen und eher selten. Mhm. Also das ist Aber eben aus den Gründen ist es natürlich auch schwierig, ob das jetzt dann medizinische Angebote oder Angebote für Deutschkurse sind, das anzubieten, weil natürlich die 24-Stunden-Betreuerinnen nicht sagen können, gut, jetzt ist es 17 Uhr, ich habe Feierabend, dann kann ich irgendwie mit den Kurs reinsetzen. Das macht es natürlich. Könnten Sie sich vorstellen, mehr Österreicher in den Bereich wieder reinzubringen? Also in der 24-Stunden-Betreuung, glaube ich, wird es etwas, was sehr, sehr schwierig ist. Also wenn man sich überlegt, was die Bezahlung ist. Was die Bezahlung ist, und das muss man natürlich in der 24-Stunden-Betreuung schon auch festhalten, dass man hier das Lohngefälle zwischen Österreich, und das wandert ja immer weiter nach Osten, mittlerweile kommen ja der Großteil der Betreuerinnen aus Rumänien, weil das Lohngefälle zwischen Österreich und der Slowakei und Österreich und Ungarn nicht mehr so groß ist. Das lebt davon, dass eben Menschen, die in der Slowakei, in Rumänien, also Menschen, also vor allem Frauen, die das machen, die Möglichkeit sehen, hier quasi auch ihr eigenes finanzielles und das ihrer Familie ihr finanzielles Durchkommen abzusichern und die deswegen auch diese Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen, die ja keine, wenn man es sich aussuchen kann, wird sich niemand für Arbeitsbedingungen wie diese entscheiden. Das ist natürlich etwas, was problematisch ist, gleichzeitig ja auch durchaus problematisch ist, dass ja hier auch mitunter Fachkräfte abgezogen werden. Also wir haben Ende letzten Jahres auch eine Delegation aus Ungarn hier gehabt, von ungarischen Pflegerinnen und Krankenschwestern, die also erzählt haben, in erschütternder Art und Weise, wie es in den dortigen Krankenhäusern und Pflegeheimen ausschaut in der Personalsituation, also wo eben auch keine Krankenschwestern, keine Krankenpfleger gefunden werden, weil die Ausbildung haben, vielfach eben den Weg antreten nach Österreich, nach Deutschland oder in die Schweiz. Ja, und was man auch teilweise hört, wenn man eine Pflegerin mit in ein Krankenhaus nimmt und wenn die dann auch eine ältere Anstalt bei uns sehen, sagen die, wir sind noch immer 30 Jahre voraus. Also Das nur so als Ergänzung. So viel Zeit haben wir jetzt dann langsam nicht mehr. Jetzt geht es aber gleich mal weiter, nämlich Pflegeheime und Tagesdienste. Mhm. Das ist ja auch Ihr Themenbereich. Sie haben am Anfang erwähnt, Sie kontrollieren 20 Pflegeheime. Mhm. Die haben, und da sage ich nochmal herzlichen Dank an Hanno Wiesjak, 1648 Betten, die Sie in Graz jetzt direkt anbieten. Mhm. Was fällt auf bei diesen Heimen? Entsprechen die jetzt immer den neuesten Standards, respektive wie ist da die Entwicklung in diesem Bereich? Gibt es Pläne für neue Heime in Graz und wie oft kontrollieren Sie diese Heime im Schnitt? Mhm. Die Kontrolle findet mindestens zweimal im Jahr statt. Die findet auch also zu Nachtzeiten oder am Wochenende statt. Die kann auch öfter stattfinden, dann wenn Hinweise da sind auf Missstände oder wenn auch Missstände festgestellt worden sind, wird natürlich auch kontrolliert, ob die entsprechend behoben worden sind. Und das ist auch, wenn man hier die Steiermark als Gesamtes hernimmt, ist, glaube ich, gerade durchaus ein Vorbild in der Hinsicht, dass eben diese Kontrollen mindestens zweimal im Jahr stattfinden, dass sie eben auch am Wochenende oder in der Nacht stattfinden. Das kann man dazu sagen. Bei den Pflegeheimen gibt es durchaus Unterschiede. Es gibt Pflegeheime, die tatsächlich ein sehr vorbildliches Angebot schaffen und wo man insgesamt das Gefühl hat, also dass es hier alles zusammen sehr stimmig ist, dass die Menschen da im Vordergrund stehen und man dafür sorgt, dass die Menschen einen tollen körperlichen oder auch anderen Einschränkungen zum Trotz einen bestmöglichen Lebensabend garantiert bekommen.
Und ansonsten geht es für uns darum, halt die gesetzlichen, also die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu kontrollieren. Schauen Sie sich eigentlich die auch persönlich an, die Pflegeheime? Mhm. Ja. Und was ist Ihr persönlicher Eindruck? Dass dort, wo ich hinkommen bin, man auch feststellen kann, mit welcher, also trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, gerade ja auch die Beschäftigten in den Pflegeheimen haben ja auch keine einfache Arbeit, die sie zu verrichten haben, die sehr vollgestopft ist mit Abläufen, die sie jeden Tag zu machen haben. Und das ist trotzdem sehr schön zu sehen, mit welcher großen Leidenschaft und mit wie viel Herzblut sehr viele diesen Job wahrnehmen und ausüben. Ich verstehe. Wie sehen Sie den Wegfall des Pflegeregresses für die Stadt Graz respektive das Land Steiermark und was bedeutet der momentan für Sie? Der bedeutet natürlich, dass Einnahmen für die Stadt Graz wegfallen. Wir sind im Moment dabei, das zu beziffern bzw. hochzurechnen aus dem ersten Quartal, was das auch auf das Jahr gerechnet kosten wird. Die Schätzungen liegen bei etwa 5 Millionen Euro. Ja, das wird natürlich noch eine entsprechende Herausforderung, die fehlenden Einnahmen entsprechend ja, zu kompensieren. Eins ist in dem Zusammenhang klar, die Ankündigung seitens der Bundesregierung, 100 Millionen Euro dafür zur Verfügung zu stellen, das wird definitiv zu wenig sein. Also wenn man von der Stadt Graz ausgeht, wo wir haben hier 5 Millionen, die Schätzungen gehen in viele oder mehrere hundert Millionen. Und da ist es auch wichtig für uns, dass wir mit dem Städtebund und auch mit dem Gemeindebund entsprechend Druck auch machen auf die Bundesregierung, dass sie hier definitiv mit anderen Beträgen hantieren wird müssen, um den Städten und Gemeinden die Kosten entsprechend abzugelten. Konnten Sie jetzt schon ein Plus feststellen, also sprich an Anmeldungen für Pflegeheime? Für Pflegeheime, also was jetzt dann im... Also Personen, die ins genau, Pflegeheim kommen. Also was im Dezember klar erkenntlich war, ist es vor allem, dass diejenigen, die im Heim sind, dass die entsprechende Anträge gestellt haben, dass der Regress für sie wegfällt. Das sind im Dezember alleine 450 Anträge gewesen. Das sind jetzt aber eben Anträge von Personen, die schon im Pflegeheim sind. Wir haben jetzt dann im Februar 2018 eine 20-prozentige Steigerung von Neuanträgen ausmachen können. Das ja, ist insgesamt natürlich etwas, also was verstärkt in Anspruch genommen wird. Das große Problem in dem Zusammenhang ist, dass der Pflegeregress ja nur für den stationären Bereich gefallen ist, für den mobilen Bereich allerdings nicht. Und das ist große Schwierigkeit und Herausforderung, weil das ja genau dem Motto, das eigentlich alle Beteiligten teilen, nämlich mobil vor stationär, dass das eben genau dem gegenläufig ist. Das heißt, mobiler Bereich ist Hauskrankenpflege und verschiedene Tagesdienste. Mhm. Womit wir beim nächsten Punkt sind, gibt es ein Limit an geförderten Heimplätzen, sprich eine Höchstgrenze an Unterstützungsanträgen, die genehmigt werden? Ja, also es gibt ein Limit an geförderten Plätzen, das wird vom Land Steiermark, konkret vom Landesrat Drechsler festgelegt. Da ist es so, dass es in den vergangenen Monaten geheißen hat, es ist nicht daran gedacht, die Anzahl in der Steiermark zu erhöhen. Ob es dabei bleiben wird oder ob man aufgrund zunehmender Nachfrage nach Pflegeheimplätzen infolge eben auch der Abschaffung des Regresses daran denken wird, die Anzahl zu erhöhen, wird sich weisen in den nächsten Wochen und Monaten. Gut, Johanna R. aus Graz fragt, mich interessieren, weshalb Sozialbetriebe in der Behindertenbetreuung so selten kontrolliert werden. Einerseits im Einhalten der versprochenen Leistung an den Personen selbst und andererseits im Umgang mit den Fördergeldern. Mhm. Da muss ich dazu sagen, wir sind für die Kontrolle der Pflegeheime zuständig. Alles, was nach dem BHG, also im Behindertenbetreuungsbereich, angesiedelt ist, dafür ist Stadtrat Hohensinger zuständig. Das
kann ich so in der Form nicht beantworten. Aber zum Teil im Pflegeheimbereich gibt es ja wohl auch Behinderte. Das ist richtig, ja. Und eben halt für die Einrichtungen, also für die Pflegeheime, da sind wir zuständig für die Kontrolle. Okay. Gut, jetzt sind wir beim letzten Punkt, nämlich die Meinung der KPÖ zu verschiedenen Themen, weil sie ist ja ein Mitglied der Kommunistischen Partei in der Steiermark. Es gibt einen Mann in der Obersteiermark, der betreibt selber eine Pflegeagentur, Europflege24, namentlich handelt es sich um den Klaus Katzianka. Er ist selber schwer behindert, ist ein Pflegefall und hat quasi als Pflegender selber dieses System mit aufgebaut. Dieser kam im letzten Herbst mit ein paar Vorschlägen in einer Pressekonferenz in Wien daher und hat eben gemeint, er wäre für eine Erhöhung der Pflegegelder für die Heimbetreuung sowie die Verdopplung der Förderungen für die Anstellung von Pflegerinnen. Könnten Sie dem etwas abgewinnen? Das, ohne jetzt dann näher drüber nachgehen, also ich muss gestehen, ich höre den Herrn oder den Namen des Herrn jetzt zum ersten Mal, aber ja, also ist sicher etwas, worüber zu diskutieren ist. Weil das ist ja auch derzeit im Regierungsprogramm, dass man ab der Pflegestufe 4 eine Erhöhung der Mittel vorsieht. Mhm. In dem Zusammenhang auch, es gibt ja eine quasi Quersubventionierung, weil viele der Betreuerinnen oder auch der Mitarbeiter in Pflegeheimen kommen ja aus dem EU-Ausland und bekommen dadurch auch die österreichische Förderung im Bereich des Kindergeldes. Mhm. Die soll ja jetzt an die Lebensumstände im jeweiligen Herkunftsland angepasst werden. Mhm. Wie sehen Sie das und finden Sie, dass die Subventionierung von Dumpinglöhnen, wenn man so möchte, durch das Kindergeld eine gute Idee ist? Also ich bin der Meinung, also ich habe die Debatte ohnehin sehr schäbig gefunden. Also ich glaube, wenn man insgesamt auch die Kosten sich dessen anschaut, merkt man sehr schnell, dass es sich hier eigentlich um einen Bluff im Wahlkampf gehandelt hat, also wo man ein Thema, wo es um letztendlich sehr wenig finanziell, also das prozentuell sehr wenig ausmacht, dass man hier aufgeblasen hat, dass würde mit dem das österreichische Sozialsystem stehen und fallen. Das habe ich seinerzeit schon für keinen guten Stil empfunden und das sehe ich nach wie vor so. Ich bin der Meinung, dass gerade die Kolleginnen, die in Österreich beschäftigt sind in der Pflege, dass die hier mit ihrer Arbeitsleistung auch den Anspruch auf diese Arbeit, also auf diese Leistung verdienen und dass an dem nicht gerüttelt werden sollte. Gut. Wie steht die KPÖ zum Ausbau von Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Altenpflege und Behindertenpflege? Gibt es hier Pläne und könnte man hier vielleicht auch mehr Jugendliche für diesen Berufszweig gewinnen? Ich glaube, dass das etwas was sehr wichtig ist. Wir waren auch im Besuch, also schon auf Besuch auch bei der Landespflegeschule am LKH oben. Wo es mitunter auch so ist, dass dort die Anmeldezahlen rückläufig sind, während wir umgekehrt eben auch von den Einrichtungen erfahren, dass sie einen Personalmangel haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist, dass man in dem Bereich insgesamt den Beruf aufwertet, ob das in ideeller Hinsicht ist, als auch in finanzieller Hinsicht, dass man diesen Beruf attraktiv macht und dass man das auch bekannt macht für junge Menschen, dass man eben auch diesen Beruf ergreifen kann und in dem Beruf auch ja, viel Wichtiges leisten kann. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch. Im Sinne von Colombo eine letzte Frage noch an Sie. Was würden Sie sich für das Thema Pflege noch persönlich wünschen? Neben vielem anderen, glaube ich, ist eins ganz wichtig, dass nämlich auch die Beschäftigten in der Pflege, dass deren Arbeit honoriert wird entsprechend. Und das meine ich einerseits finanziell, dass sie finanziell besser gestellt werden, als auch im Ansehen in der Bevölkerung, dass das, was hier alltäglich an wichtiger Arbeit geleistet wird, dass das auch entsprechend wertgeschätzt wird.
Herzlichen Dank, Herr Stadtrat, fürs Gespräch. Bitte wir gerne. Sehen uns demnächst. Alles Gute. Danke sehr. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.